Und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Ich befinde mich gerade wieder ein bisschen in Entwicklung eines Mods. Allerdings bin ich mir noch nicht so sicher, ob es das werden wird, was ich denke. Der Grund ist folgendermaßen: Ich habe mal was ausprobiert und ich will euch mal gerne die Erfahrung teilhaben lassen. Und zwar, erstmal zeige ich euch den Standard-Skin. Ja, ihr seht das richtig. Ich arbeite an einem Walking with Dinosaurs Utahraptor Mod. Beziehungsweise der Skin ist ja schon fertig. Also es ist ein Skin Mod. Der ersetzt nicht den Namen, ersetzt nur den Skin des Standard Velociraptors durch ein, sagen wir mal, schöneres Aussehen. Habe ich selbst gezeichnet. Also ja, gezeichnet kann man wirklich sagen, weil Zitterhals. nee, das Ding ist, der ist aber nur ein bisschen zu hell geworden. Ich hätte es wahrscheinlich alles ein kleines bisschen dunkler machen müssen als normal. Denn als ich nämlich diese Kritik mir zu Herzen genommen habe, habe ich dann an den nächsten Skin gewerkelt. Und der ist ebenfalls von Walking with Dinosaurs, genauso wie dieser hier. Ich habe es irgendwie geschafft, auch die zweite Variation des Velociraptors zu nutzen, die bei etwa allen Variationen auftritt, aber bei denen hier nicht. Der ist nämlich so recht einfarbig und deswegen ist das die einzige Variation sozusagen, die den Utahraptor-Skin übernommen haben. Allerdings habe ich dann noch, wie gesagt, die zweiten Raptoren gemacht. Und ob man, aber die sieht man wahrscheinlich nicht im Original. Deswegen werde ich jetzt einfach mal so machen, dass ich die einfach mal zeige. Also viel Spaß. Jo, ihr seht's richtig. Das ist nicht der Utahraptor Skin Mod. Hierbei handelt es sich speziell um den Dromaeosaurus Skin Mod. Den habe ich mit dem Utahraptor Skin Mod verbunden, weil ich das mal ausprobieren wollte, ob man da auch irgendwie den Original Dromaeosaurus sehen kann innerhalb dieser Variationen. Das ist jetzt der überschriebene Alpin-Skin des Velociraptors. Der hat nämlich eine ganz andere Skinpalette als der Standard-Raptor, welcher so recht einfarbig gehalten ist. Denn dieser Skin hier benutzt nämlich die zweite Variation, die in dem Ordner mit dem roten Streifen gekennzeichnet ist. Als Kennzeichnung dafür, dass es eigentlich ein gestreifter Raptor sein sollte. Der kommt dem Original Walking with Dinosaurs Skin immer noch am nächsten. Aber wie schon gesagt, Zitterhals. nee, der kommt den Original Dromaeosaurus am nächsten. Ich habe wirklich eine Vorlage genommen. Und das Einzige, was hier wirklich nur fehlt, ist dieser rote Streifen, den der Dromaeosaurus normalerweise hatte. Den hat er eigentlich auch, aber hier in diesen Skin-Variationen hier ist er nicht zu sehen. Deswegen sage ich mal, gucken wir uns jetzt mal ganz viele Dromaeosaurier an. Denn das habe ich nämlich extra erstmal so gemacht. Jo, der
der nächste Dromaeosaurus-Skin. Tundra ist das als Replacement. Replacement, meinte ich. Hier sieht man da schon ein bisschen mehr, dass da mal was gewesen ist, beziehungsweise dass hier ganz blass andersfarbige Streifen am Tail sind, beziehungsweise am Schwanz. Und abgesehen davon, ja, das Schwarze hat es vollständig übernommen, aber die Farbpalette entspricht so ganz grob etwa den der Raptoren, wo Frontier so sagt, wir essen Raptoren. Wir geben denen jetzt scheiß Variation. In dem Fall kommt es mir mit den grünen Augen ein bisschen vor wie Agumon. Aber das ist halt der Dromaeosaurus Skin. Das werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen anders austüfteln müssen. Keine Sorge, das werde ich. Das kann, also der Skin an sich ist jetzt fertig. Ich kann ihn euch auch nochmal zeigen. Als nächstes kommt der Steppe. Jo. Steppe. Ihr seht es schon. Steppe sieht dem noch ähnlicher. Mit einem einzigen Unterschied. Er ist zu ocker. Er ist wirklich zu ocker und abgesehen davon, ja, kommt das mit dem Tail recht gut hin. Diesmal habe ich, wie man das schon hier sieht, weil das nicht ganz so überbelichtet, habe ich die Farben auch eine Spur dunkler genommen, damit man so ungefähr sieht, das ist nicht so überbelichtet wie sonst. Und ich finde, das ist mir doch für das zweite Mal recht gut gelungen. Da kommt mir der Utah Raptor Skin da hinten schon wieder wie ein Fehlschlag vor, weil der total überbelichtet ist. Aber jo, vielleicht bearbeite ich den irgendwann mal nochmal. Aber ich glaube, er hat weniger daran. Außer man kann irgendwie die Belichtung runterschrauben beim Blender. Dann kann ich das natürlich bewerkstelligen, dass ich den nochmal als dunklere Variante dann. Rauskommen tut allerdings diese Raptoren-Variationsvielfalt übrigens noch nicht. Ich will nämlich noch ein bisschen daran rumbasteln. Ich habe nämlich heute den ganzen Tag daran rumgebastelt und ich will euch mal einfach mal ein paar Zwischenbilanzen zeigen, was hier alles rausgekommen ist. Das nächste ist Wüste. Man sieht es irgendwie. Ja, Wüste. Wenn ich jetzt so sagen dürfte, ich habe mir da schon eigentlich ein bisschen was gedacht, aber es hat mal wieder das gemacht, was es eigentlich nicht sollte. Es hat mal wieder eine Variation erstellt, die ein andere sehr ähnlich sieht. Also das kann man nicht kontrollieren. Das wählt sich nämlich aus deiner eigenen Farbpalette rein zufällig das aus, was du dieser Genetik hast. Und das ist in dem Fall hier auch zu sehen. Das ist jetzt der Wüstenskin. Das ist eines meiner Lieblingsskins. Der ist auch, glaube ich, momentan normalerweise viel heller. Aber den habe ich hier so. Der könnte auch als Tiger-Raptor durchgehen, wenn man richtig gut ist. Aber es soll eben wirklich der Dromaeosaurus aus Walking with Dinosaurs sein. Mit all den Mustern und mit den ganzen. Aber mein eigener Plan wäre gewesen, ich werde wahrscheinlich, damit man auch die Originale von denen noch sieht, werde ich das wahrscheinlich in zwei verschiedene Mods machen. Einmal den Walking with Dinosaurs Dromaeosaurus Mod und einmal den Walking with Dinosaurs Utah Raptor Mod. Wenn ich das geschafft habe, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal euch zeigen und testen, um euch zu zeigen, wie die ganzen Originalskins aussehen und auch die Variationen des Utah Raptors. Denn ein bisschen finde ich das schon irgendwie interessant.
Aber bevor wir weitermachen, mache ich noch den letzten frei. Und das ist der schlimmste von allen. Habe ich nämlich schon gesehen. Das ist scheiße. Wisst ihr, warum das scheiße ist? Ich werde natürlich auch nochmal einzelne Fotos daraus machen. Aber normalerweise ist er dunkler, ja. Na gut, dass es heller geworden ist, ist natürlich ein bisschen gut, aber das ist natürlich diese Pattern mit übernommen hat, wie das Lebhaft-Skin halt so ist vom Velociraptor. Das finde ich ein bisschen scheiße. Ich frage mich allerdings. Ich frage mich allerdings, da man das hier so sieht und da alles aus einem bestimmten Pattern übernommen wurde, frage ich mich jetzt, ob Blue und die anderen auf dasselbe basieren. Frage ich mich jetzt gerade wirklich, ob das auch möglich ist, das zu sehen. Ich würde sagen, wir brüten einfach mal eine Blue aus, um einfach mal experimentell zu gucken, ob die jetzt eigentlich Skins sind und davon beeinflusst werden oder auch nicht. Also bis gleich. Seid ihr bereit zu erfahren, ob es möglich ist oder nicht? Ja, ich denke mal schon. Also los. Nein. So wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe, ist Blue, also das Raptorenrudel, besser gesagt, das Raptorenquartett ist ein ganz eigenes Rudel. Und somit haben die auch ihre eigenen Skins. Und ich muss sagen, ich bin froh darüber. Die sind nämlich ein ganz unique Pattern. Ein ganz uniques Skin-Schema. Die sich hier zum Glück nicht überschreiben und so. Das finde ich in dem Fall schon ganz gut. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Leider habe ich jetzt erreicht, dass die Raptoren sich schlachten. Ich werde einfach mal die Kämpfe abdrehen und... Die Kämpfe werde ich jetzt abdrehen, damit die sich nicht töten. Ich glaube, damit jagen die dann auch nicht. Aber die haben sich schon wieder getrennt. Ging sehr schnell. Ich werde denen jetzt einfach so ein bisschen Fleisch hinsetzen, damit sie so ein bisschen was zu fressen haben. Derweil würde ich sagen, verabschieden wir uns von den Raptoren. Und beziehungsweise von meinem ersten Mod-Showcase. Wenn ich wieder was zu berichten habe, dann werde ich auf jeden Fall darüber berichten. Und wenn nicht, dann nicht. Aber wir dürfen es zumindest mal ausprobieren und das finde ich toll. Und wir probieren sehr gerne was aus. Die Raptoren müssen sich jetzt erstmal regenerieren. Wenn die regeneriert sind, mache ich auf jeden Fall Fotos von den Variationen. Und dann sehe ich weiter. Aber das kommt natürlich alles nicht in dem Video mit drauf. Aber in dem nächsten Video werdet dann... Nee, ich meine, ihr werdet jetzt noch den Original Dromaeosaurus sehen. In dem Fall freut euch drauf. Denn der kommt nämlich dann wahrscheinlich im nächsten Video direkt da ins Spiel mit rein. Also, bis zum nächsten Mal. Bis bald.